der Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Da sind wir uns wohl einig. Gut, dass naja. Sie da sind. Ich habe einen Job für Sie. Schon wieder? Schon wieder? Was? Wieso? 8000 Credits. Ach, Mann, oh. Welcher Drohne? Achtung, mit der Drohne. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Wenig Quanten. Ja, gar keine Quantencomputer momentan, Freundchen. Gar keine. Verdammt, ich hatte gerade meine Schiffe nicht aufbessern sollen. Dafür brauche ich 8000. Ja, 8400. Einen kurzen Moment warten. 8200, 300, 360, 400. Auf dem Weltmarkt gibt es viele Gelegenheiten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Aha. Whoops. Wieder dran damit. Roger. Oh ne, also erstmal die hier ist an der Seite. Wie viele Einwohner? Ah, nur noch 2000 Einwohner, dann sind wir schon wieder auf der nächsten Stufe. Und 100.000 Credits würden wir dazu bekommen. Das klingt doch gut. Im Gange. Also ich muss ganz ehrlich sagen, zu 100.000 Credits würde ich auch nicht nein sagen. Hier drüben überhaupt noch diese ganz einfachen Gebäude oder sind das hier schon? Doch, das sind Arbeiter. Wollte ich gerade sagen, das hier sind doch noch Arbeiter. Und Nummer 2, Nummer 3 meine ich. Sie machen gute Arbeit. Ach, danke, danke. Gut, dass Sie da sind. Ich habe einen Job für Sie. Was kommt als nächstes? Befestigen Sie, schleppen Sie 2 Sicherheitsschiffe zum Mattins Flugzeug. Ach, diese kleinen Missionen, die man nebenbei erledigen kann. Okay, hier sieht alles in Ordnung aus. Ich weiß nicht, aber irgendwie sieht das einfach so zweidimensional aus. Kann ich mir irgendwie nicht helfen, auch wenn das Spiel sonst grafisch wirklich sehr, sehr schön ist. Aber das scheint mir wirklich, also diese U-Bahnhöfe, sieht einfach unglaublich zweidimensional aus. Mal schauen. Wenn ich jetzt von hier einmal drauf schaue. Ja, okay. Ja. Es hat schon was Dreidimensionales, aber wenn man von oben einfach direkt drauf schaut, funktioniert das leider nicht so gut wie mit den Städten. Ah, wunderbar. Schaut euch das mal an. Klasse. Sieht echt gut aus. Koordinaten bestätigt.
ich eigentlich noch mehr? Ne, ich kann nur ein einziges davon bauen, glaube ich. Verdammt. Egal, egal. Okay, irgendwie sind das wie Preise für den Weltmarkt oder von dem lokalen Händler? Weil irgendwie sinken die Preise ständig. Na gut, ich produziere natürlich auch immer mehr. Miese an der ganzen Sache ist, ich kann die Gezeitenkraftwerke hier immer noch nicht abbauen, weil ich dafür doch die Mondkolonie noch wesentlich weiter aufbauen muss, um dort eben noch mehr Energie zu produzieren. Momentan haben wir ja nur einen Kernfusionsreaktor, der mit zwei Erweiterungen, glaube ich, läuft. Da muss noch wesentlich mehr kommen. Noch wesentlich mehr. Dann werde ich nach und nach erstmal probieren, hier die ganzen Gezeitenkraftwerke, die wir aufgebaut haben, loszuwerden, damit wir die eben für Wasser, Algen und alles mögliche andere verwenden können. Aber das wird schon zumindest nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Auch mehr Replikatoren. Ach, Mensch, 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 Mensch. Wie viel kostet das jetzt hier? Einfach noch eine Renderfarm hinzusetzen. 22.000 sogar. Verdammt! Verstanden. Ich warte. Sie verschwenden keine Zeit. Das mag ich. Eher weniger. Treten Sie ein. Was kommt als nächstes? Also, sind Sie an einem Auftrag interessiert? Eine Creditbilanz von 50.000. Dafür brauchen wir wesentlich mehr Wohnhäuser. Beziehungsweise erstmal Investoren, die das Vergnügen ist ganz meinerseits. Die zufriedener sind, die bringen einem dann nämlich mehr Geld. Und vor allem, die sind ja nur zur Hälfte besetzt dann. Die Zufriedenheit spiegelt also die Menge der Einwohner im Haus da. Wo habe ich das denn jetzt gerade gesehen? Verdammt. Teilweise zufrieden. Vollständig zufrieden. Ah, da. Einwohner. Breitgestellte Arbeitskraft. Generierter Umsatz. Dadurch würde sich nämlich dann auch nicht nur der Umsatz erhöhen, sondern auch die Einwohnerzahl. Was dann natürlich ja doch besser ist, als einfach nochmal neue Häuser zu bauen. Achso, mach ich den jetzt schon wieder hier unten. Plus 1. Yay! Diamanten habe ich zu Genüge. Ah, jetzt fängt das wieder an. Unsere Bilanz wird auch immer geringer. Wobei momentan steigt sie wieder. Ja, wir haben im Grunde von... Ja, außer Fleisch natürlich wieder.
Okay, was könnten wir denn hier als nächstes bauen? Bioharz und Silizium. Silizium finden wir nicht hier. Meine ich. Nee, doch. Silizium haben wir, hätten wir sogar hier, aber ausgeglichene Produktion. Und das andere war Bioharz. Oh, das haben wir auch schon länger nicht mehr gebraucht. Da werden wir wohl auch ein paar extra Produktionsstätten bauen müssen. Aber das dürfte auch kein Problem sein. Dafür brauchen wir synthetische Zellen und neuronale Schaltkreise. Das geht auch, das schaffen wir. Das sieht alles gar nicht mehr so schlecht aus. Synthetische Zellen haben wir auch 6 Stück noch übrig. Ja, Silizium müssen wir hier... Ist das hier Silizium? Ja, das ist sogar eine Siliziummine. Läuft doch. Das passt doch, das passt doch. Energie haben wir genügend. Aber wir können es momentan eben noch nicht bauen, weil wir noch nicht genügend Investoren haben. Was wollen die Investoren denn sonst noch haben? Nicht gerade der Mittelpunkt der Welt, aber... Schwerkraftkompensatoren. Die kriegen wir natürlich nur von der Mondbasis, meine ich. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, auf zur Mondbasis. Ich bin immer unterwegs und versorge die LEC-Kolonien, die sich gegen die Orbital Watch auflehnen. Sie möchten das auch tun? Dann handeln Sie mit mir. Nein, nicht heute. Nicht heute, nicht heute. Dann wollen die natürlich alle noch Quantencomputer haben. Und Replikatoren wollen die hier oben jetzt auch. Verarbeite Informationen. -2 minus 26. Ja, lustig. Lustig, lustig, ne? Lustig, lustig. Dafür brauchen wir 1000 Offiziere. Hier ist nichts zu berichten. Ach, die brauchen noch hinter Androiden. Okay. Geheime Militärinformationen. Ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Roger. Ach, nee, jetzt habe ich das Objekt wieder entfernt. Objekt angebracht. So. Volle Kraft voraus. Wo soll ich die? Nee, einen Moment mal. Die muss ich hier hinbringen. Stimmt, so rum war's. Verdammt. Hatte ich schon wieder vergessen. Verdammt. Okay, wir brauchen mehr Arbeiter. Wie viel kostet so ein Scheißding? Bereit für Beförderung, aber es funktioniert nicht. Super. Aha, geht doch. Jetzt müssen wir den hier abholen.
Haben wir bald. Haben wir bald. Ein paar Häuschen sind nötig. Schade. Schade, schade, schade. Space. Nicht so viel anders als das letzte Mal, als wir geguckt haben. Na, super. Also noch ein einziges Haus. Schön. Wie viele Einwohner fehlen mir denn noch? Habe ich auch bald geschafft. Erstmal 100.000 Credits, da brauchen wir ja auch nicht wieder die ganze Zeit drauf warten. Ach, das war vorhin echt ein bisschen unüberlegt von mir. Aber nur ein bisschen. Einfach die ganzen schönen Credits für so ein paar blöde Schiffe rauszuwerfen. Wir können jetzt ja nur ein bisschen abwarten. Tee trinken im gewissen Maße. Weil ich es mal wieder ein wenig vermasselt habe. Wobei plus 7000. Die Bilanzen bei uns sehen wesentlich besser aus als vorher. So, jetzt brauchen wir nur einmal 5000, dann können wir das nächste Haus aufsteigen lassen. Und dann geht's weiter. Zu Diensten. Aber es gibt scheinbar tatsächlich nur diese beiden. Ja. Klar geht's mir gut. Stufen, sagen wir es mal so. Und zack. Neue Gebäudearten verfügbar. Und dafür brauchen wir 20.000 Credits. Hä? 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 Ach, komm schon. Sie haben Befehle für mich? Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, nach einem Schwerkraftkompensator.
Super. Die haben es bisher auch überlebt. Das werden sie wohl in Zukunft auch noch. Ihre Leistung war genau so, wie sich Cassian das erhofft hatte. Meine Vorgesetzte hat mich hergeschickt, um sie zu kontaktieren. Cassian Industries möchte in dieser Angelegenheit ihre Dienste nutzen. Ja, da seht ihr im Grunde schon, was die von uns so verlangen. Das ist schon relativ hoch angesteckt, wobei wir erst, ja, den zweiten Krater in dem Sinne, ja, aufbauen wollen. Hier den zweiten Meteoritenkrater. Meteor. Wieso eigentlich Meteor? Meteor ist eigentlich die Lichterscheinung, die, wenn Meteoriten durch die Atmosphäre fallen oder durch die Atmosphäre fliegen, diesen goldenen Schweif im Grunde hinter sich herziehen. Ich spreche hier nicht von von Meteoriten und Asteroiden, beziehungsweise nur von Meteoriten, die man dann eben am Himmel sehen kann, sondern eigentlich sind Meteore das, was man bei einer Sternschnuppe so betrachten kann. Dieser goldene Schweif. Aber gut. Solche Kleinigkeiten fallen mir eben nur hier und da immer wieder auf. Das ist ein gutes Leben. Es ist ein gutes Leben. Hier auf dem Mond. Es ist total toll. Ich freue mich. Na komm schon. Fly me to the moon. Jederzeit. Fly me to the moon. Wissen Sie, ach komm schon. Als ich zum ersten Mal den Erdaufgang vom Kolonie-Shuttle aus gesehen habe, wussten. Es interessiert mich nicht, was du da gesehen hast. Ich will, dass ihr hier die nächste Firmenstufe erreicht. 28. Habe ich es nicht eigentlich bald? Oh, 34, 26, 25, 19, 15. Ja, haben wir bald. Wunderbar. Erfolge. Oh, wie viele habe ich denn noch nicht? Ist ja der Hammer. Wenn Sie hier sind, wer kümmert sich dann um das Problem? Das Problem interessiert mich glücklicherweise so gut wie gar nicht. Dementsprechend. Noch ein bisschen abwarten. So, jetzt. Ja, Firmenstufe. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Wunderbar. Was wollen wir denn mehr? Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. So, jetzt muss ich genügend davon herstellen, um die dann auch zur Erde zu schicken. Weil ich nicht weiß, was sie auf der Erde damit wollen. Aber komm, geschenkt.
Oh, fuck. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ja, das ist schon klar. Puh. Einmal kurz schauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das fliegt uns hier jetzt gerade ein bisschen um die Ohren. Fusionsenergiezellen. Okay, Fusionsenergiezellen. Wo stelle ich Fusionsenergiezellen her? Hier. Nein, das ist Ionenschweißer. Verdammt. Ionenenergiezellen, wo stelle ich... Ach, die stelle ich doch hier drüben her. Auch kein Geld für. Okay. Schnell weg hier. Dann müssen wir es versuchen, hier auszugleichen. Du bist nicht mehr im Plan. No shit, Sherlock. Ich bin nicht mehr im Plan. Weil ich eine Bilanz von minus 11.000 habe. Wunderbar. Ganz wunderbar. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sonderdarlehen bewilligt. Hey! Sonderdarlehen! Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, nach Fleisch. Apropos, jetzt können wir hier eigentlich... Das passt mir noch nicht so ganz, aber gut. Wir sind jetzt hier erstmal im positiven Bereich. Ah, jetzt fehlt hier schon wieder was. Hier ist ein Transportzentrum. Auch nicht. Auch nicht. Obstplantage. Bin ich jetzt behämmert? Da. Eine Sojaform. Der jetzt reichen. Das Positiv ist ausgeglichen. Quantencomputer habe ich nicht genügend. Und Schwerkraftkompensatoren brauche ich auch mehr. Die Orbital so. Watch ist eine Gefahr für jeden Mondbewohner. Wir sollten zusammenarbeiten. Kommen Sie für Aufträge in mein Camp. Mhm. Aber nicht jetzt. Gut, kriegen wir das jetzt wohl noch hin, die Bilanz wieder irgendwie auf die Reihe zu kriegen? Ich bin guter Dinge. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge, ob ich es dann hinkriege. Bis dahin.